Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch. Roger gegen Markus an diesem Montag. Wir reden über den Fall Berset, den Fall Canonica Magazin, dann die Ausfuhr von Kriegsmaterial, geht da etwas um China und den Spionageballon. Also zum Anfang muss ich mal etwas erklären. Die Sendung ist ja zweimal ausgefallen. Viele haben sich Sorgen um mich gemacht. Die Erklärung ist einfach, ich bin auf einer längeren Reise gewesen. Ein Besuch in Chile. Ich habe ja dort in der Schule seit über 30 Jahren ein landwirtschaftliches technisches Gymnasium für 200 Schülerinnen und Schüler aus den ärmsten Schichten. Die können dort gratis lernen, essen und schlafen. Sie lehren dort einen Beruf, Landwirtschaft, Mechanik oder Gastronomie. Und seit Jahren bin ich nicht mehr vor Ort gewesen, habe mich mit den Verantwortlichen wieder einmal vor Ort austauschen müssen. Bin aber positiv überrascht, es funktioniert weitgehend gut. Also nach über 30 Jahren habe ich sehr darüber gefreut und die Gelegenheit benutzt, um einen langjährigen Traum zu erfüllen, wenn ich schon mal dort bin. Ganz im Süden von Chile und Argentinien nach Patagonien, also fast das Ende der Welt bin ich gegangen und jetzt also wieder zurück. Gestern Doppelpunkt mit Michel Binswanger zu ihrem Buch zur Sexaffäre. Heute also wieder Roger gegen Markus, obwohl du krank bist, Markus. Ja, genau. Und ich wollte jetzt gerade fragen, eben deine Schule steht das und ist alles gut? Wunderbar. Und die Schüler sind immer noch, fleissig am Lernen. Genau, also es sind 200 Schüler und eben die kommen zum Teil weit her, aus 300 Kilometer Distanz. Und die Eltern sind zum Teil froh, dass die überhaupt dort sein können, weil sie können gratis essen. Es sind sehr viele arme Leute, die dort kommen. Also ich habe gesehen, die Einkommensunterschied in dem Chile ist enorm. Aber auch in Argentinien mit der Inflation von 95%, also was ich dort alles jetzt erlebt habe, können wir jetzt alles nicht da besprechen. Das ist also für uns unvorstellbar. Aber dir geht es nicht gut. Du bist jetzt zu Hause am Telefon oder über unsere Leitung. Genau, ich habe da so irgendein Grippevirus eingefangen, keine Ahnung, aber ja, kommt aber schon wieder. Aber gut. Also, die Affäre Kinje Berset, die habe ich aus der Ferne verfolgt, noch nicht mit dir darüber reden. Ich habe natürlich alles das zur Kenntnis genommen und ich habe vor allem zur Kenntnis genommen, dass du definitiv den Rücktritt von Alain Berset gefordert hast. Ist nicht passiert, wird auch nicht passieren, Markus, das hast du natürlich gewusst, oder? Gut, also erstens weiss ich immer, wenn ich einen Rücktritt fordere, dann bleiben sie gerade extra. Das ist immer die beste Lebensversicherung, die die Leute können haben. Nein, es ist jetzt wirklich aus Überzeugung. Also ich mache das nicht so leichtfertig. Ich finde, es ist eine blöde Gewohnheit, dass man bei jedem Fehler, der passiert, einen Rücktritt fordert. Aber da finde ich es ganz eindeutig. Ist schwerwiegend. Ich meine, alle anderen Affären, die Alain Berset vorher hatte, habe ich nie einen Rücktritt gefordert. Auch immer auch betont, es war privat zum grössten Teil. Jetzt ist es ganz etwas anderes. Es geht um Kollegialität. Die ist systematisch untergraben worden von Alain Berset und seinem Kommunikationsberater. Ganz gleich, was er selber gewusst hat. Und von dem her finde ich, er ist nicht mehr tragbar. Aber du hast gewusst, dass das nicht passieren wird. In der Schweiz ist das einfach nicht üblich. Man sitzt das aus und wird dann wahrscheinlich vielleicht im Herbst oder im Winter Gelegenheit benutzen. Aber da hast du dich natürlich sehr klar geäussert und sich dann auch in dem Sinn profiliert, oder? Ja, nein, es geht nicht um Profilieren, es geht darum, dass man mal genau sagt, um was geht es eigentlich. Also ein Bundesrat ist ein ganz spezielles Gremium, das muss ich auch dir nicht erzählen, das ist einzigartig auf der Welt, dass sieben Leute aus verschiedenen Parteien sich immer wieder zusammenraufen und gegen aussen so tun, als wären sie gleicher Meinung. Und das ist sehr wichtig für die Stabilität von dem System und das hat der Alain Berset in einer Zeit von der Krise systematisch untergraben und das geht nicht, das ist schwerwiegend. Und auch wenn er es aussitzt, ich meine, er hat bis jetzt alles ausgesessen. Für dem Sinn bin ich auch nicht überrascht. Aber auch wenn er es nicht aussitzt oder wenn er es aussitzt, es ist wichtig, dass man sagt, Kollegialität, da geht es jetzt nicht um irgendeine Affäre und eine Fahrt in Schwarzwald, da geht es um ein fundamentales Element von unserer Demokratie. Ja, die Frage ist ja jetzt, wo im Raum stand, ob er gewusst hat von den Aktionen von seinem Kommunikationschef Peter Lauen oder nicht. Für mich ist es evident,
Der hat das sicher nicht hinter dem Rücken von seinem Chef gemacht. Vor allem hat man ja in Mails auch können lesen, wo veröffentlicht wurde, dass der Herr Bärs über die Kontakt zu Mark Walder informiert worden ist. Der Bärs muss also gewusst haben, streitet das aber ab in der Erwartung. Das Gegenteil können wir nicht beweisen. Also das ist doch die Situation im Moment. Ja gut, aber dort glaube ich wirklich, dort hat er wahnsinnig viele Risiken eingegangen. Und ich bin nicht sicher, ob das gut kommt für ihn. Ich bin nicht überzeugt, dass es wird aussitzen. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die GPK, wenn sie den ganzen E-Mail-Verkehr kann anschauen kann, das ist noch unsicher, aber wenn sie das kann, dann bin ich fast todsicher, dass sie etwas findet, das zeigt, dass der Kommunikationschef natürlich nicht gemacht hat, was er will. Das geht ja gar nicht über 2 Jahre hinweg, oder? Das macht ja dann keinen Sinn. Weil der Alain Berset hätte ja dann müssen merken, ui, da ist ja etwas raus. Und normalerweise geht man dann zum Peter Launer und fragt, du, was ist da passiert? Das geht nicht mehr. Aber offensichtlich hat er 2 Jahre lang das immer zugelassen. In dem Sinn ist völlig klar, dass es nicht stimmt, aber das Interessante ist, er hat erstens natürlich einen Fall gestellt, sich selber, sobald auch nur ein bisschen ein Beleg kommt, ist er weg. Also, was ich eben auch noch irgendwie bemerkt habe, so aus der Distanz, man hat offenbar im Haus Berset die Bedeutung vom Blick massiv überschätzt. Das war früher noch mal ganz wichtig politisch. Die Auflage ist kollabiert in den letzten Jahren und trotzdem hat der Herr Berset und der Herr Lauen offenbar das Gefühl gehabt, über die Zeitung können wir eine Art Schweiz steuern. Und ich glaube, da haben sie einfach auch das gar nicht richtig gesehen. Siehst du das auch so? Ja, das sehe ich genau gleich. Aber das Lustige ist eben, dass die anderen Bundesräte das auch so meinen, oder? Ich glaube, der Blick lebt wahnsinnig stark noch von seiner Vergangenheit, die eben wichtig war früher. Ich glaube, etwa 350.000 Auflagen. Jetzt ist er noch knapp. Jetzt ist er unter 100.000, oder? Also, das ist nicht mehr die Auflage, die früher noch wichtig war, um die Politiker einschüchtern. Und das ist wirklich grotesk. Unglaublich, aber ich stelle wieder fest. Im Parlament. Ja, aber sie nehmen den Schauer ernst. Sie haben wirklich das Gefühl, das ist eben Volksstimme. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass viele Politiker heute so abgehoben sind, dass sie das Gefühl haben, gerade der Blick ist die Zeitung, die ihnen das normale Volk noch zuspielt. Und das ist natürlich schon lange nicht mehr der Fall. Also, offenbar ist der Markt... Warte mal, Roger, das nimmt mich jetzt gleich noch Wunder, was du findest. Du hast das nie gewusst. Also, was findest du? Nein. Ist das ein Grund, dass er muss zurücktreten muss? Oder findest du, ja, das ist übertrieben? Nein, ich glaube, also, es ist gravierend, was die Massnahme ist, die jetzt muss gemacht werden. Das ist eher eine politische Frage. Auch die SP muss das entscheiden. Was besser ist für sie und was schlechter ist. Und ich glaube, auf dieser Ebene wird das Ganze entschieden. Und ich glaube, es ist jetzt eben schon entschieden, dass sie das Gefühl haben, wir gehen jetzt mit dem Berset noch in die Wahlen hin, ist ja auch noch populär. Besser als jetzt nochmal das Ganze aufmachen und eventuell die Grünen zwecken, um uns den Streit, den Bundesrat zu streitig machen, wo wir eventuell, wenn wir die Wahlen verlieren, wirklich vielleicht nicht mehr sichern können. Aber wenn du jetzt hättest müssen, du bist jetzt eben schön in Südamerika gewesen, im Schermen. Wenn du jetzt hättest müssen Stellung nehmen, hättest du gesagt, Rücktritt. Ich weiss nicht, eben auch mit Rücktrittsforderungen halte ich mich eher zurück. Das Ganze ist gravierend. Gravierend finde ich es auch auf der anderen Seite. Offenbar hat man das bei Ringier gemerkt, weil Mark Walder ist entmachtet worden. Ist jetzt nicht mehr zuständig für den Blick, hat es geheissen. Ist eigentlich für einen CEO absolut undenkbar, dass er jetzt dort im wichtigsten Publikation sogar nichts mehr zu sagen hat. Und erinnere natürlich fatal an die Affäre von Thomas Bohr. Dort eine ähnliche Reaktion von Ringier. Der Franka Meyer ist dort zurückgebunden worden. Geistert, aber immer noch um als Kolumnist und einflüstern. Was auch noch bemerkenswert ist, kein Wort bis jetzt von Michael Ringier, auch kein öffentliches von Mark Walder. Das heisst, also die Kommunikationsunternehmen haben sehr, sehr viele Schwierigkeiten mit der Kommunikation in eigener Sache, wenn sie mal kritisch und wichtig wird. Absolut. Und was ich auch noch hinzufügen will, es ist eben auch absolut zu erwarten, dass noch ein anderer Verlag genauso in Fokus hineinkommt, weil wenn der Mailverkehr wirklich ganz angeschaut wird, dann bin ich überzeugt, wird auch rauskommen, dass der Peter Launer auch sehr eng mit vielen Leuten vom Tamedia-Konzern zusammengearbeitet hat. Das ist auch der Grund, warum Tamedia so komisch berichtet. Sie wissen nicht so recht, wie sie sollen Stellung nehmen. Aber mir geht es ein bisschen um etwas mehr, oder? Und das kennst du auch sehr gut. Es ist natürlich seit etwa 30 Jahren der Fall, dass gewisse Medien speziell gut behandelt werden und bedient werden von sozialdemokratischen Bundesräten. Und ich kann das, du wirst jetzt ausrufen, aber ich kann das bestätigen, als ich früher beim Tagesanzeiger war, in den 90er Jahren, aus dem Departement Leuenberger, aus dem Departement Dreifuss, hat man immer wahnsinnig viel erfahren. Aus allen bürgerlichen Departementen hat man nie so viel erfahren. Und ich habe es nachher auch erlebt bei der Weltwoche und nachher auch bei der BATZ.
bürgerliche Bundesräte sind immer viel korrekter gewesen, was das betrifft. Und auch deswegen, es ist wirklich eine fundamentale Frage. Es sollte aufhören, dass da die ganze Zeit einseitig Medien instrumentalisiert werden von einer politischen Seite. Okay, jetzt hat das der eine Verlag einen Skandal, jetzt kommt noch der andere dazu, Tamedia, Fall Canonica. Vieles ist ähnlich, Kommunikation anders, Tamedia hat kommuniziert. Gerade heute Stellungnahme im Tagesanzeiger eher unglücklich, aber Danuschka Roschani, langjährige Redaktorin im Magazin, hat heftigste Vorwürfe gegen ihren langjährigen Chef, den Finn Canonica, gemacht, Chefredakteur vom Magazin. Und zwar hat es gemacht, erstaunlicherweise im Spiegel, also im Ausland. Also offenbar spielt man da über Bande oder niemand in der Schweiz hat das machen. Und dann ist jetzt rausgekommen, es hat eine interne Untersuchung gegeben. Jetzt hat man erfahren, die hätte den Finn Canonica weitgehend entlastet, aber trotzdem ist er entlassen worden. Aber das ist noch nicht das Ganze. Auch Danuschka Roschani ist entlassen worden. Offenbar gilt sie dort jetzt als Troublemakerin, hat das Ganze aufgemischt und so und hat gesagt, das Vertrauensverhältnis sei gestört worden. Also das Ganze ist äußerst undurchsichtig. Absolut. Und ich glaube, es ist für die Media unglaublich peinlich, dass das jetzt so rauskommt, weil wo der Finn Canonica gegangen worden ist, man hätte ja dort auch nicht genau gewusst, was die Hintergründe sind. Ja, geheissen. Suche ja, eine neue berufliche Herausforderung, ja, oder? Ja, also, aber du und ich wissen, dass über die Gerüchte, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe solche Gerüchte schon lange gehört beim Finn Canonica. Ich habe die ganze Geschichte mit den Nazi, mit den Hakenkreuzen, die habe ich vor Jahren schon gehört, oder? Und ich zwar, auch, ich vor auch, Jahren genau. Habe ich das schon gehört, also mindestens 8 Jahre ist das her gewesen. Also die ganze Sache, und das ist ja jetzt ein Beweis, wo man nicht widerlegen kann, weil alles andere ist ein bisschen Hearsay, dann sagt man, he said, she said etc. Das, was schriftlich vorliegt, kann man nicht dementieren. Also das ist seit Jahren vorgelegen. Genau, und das ist meiner Meinung nach ein bisschen peinlicher für Tamedia, aber auch für die Redaktion des Magazins. Ich meine, ich kenne viele von denen, die dort gearbeitet haben. Und ich weiss auch, die waren sehr unglücklich mit dem Finn Canonica. Ja, da hat es grosse Exodus gegeben. Schon 2014. Die Beglinger, so wie sie alle geheissen haben, sind dort alle gegangen. Genau, und niemand von diesen mutigen Redaktoren ist mal zum Verleger gegangen, zum Pietro Supino, und hat einfach gesagt, hey, das sind unhaltbare Zustände. Das finde ich sehr irritierend. Übrigens auch bei der Anuschka Roschani finde ich es irritierend. Ich verstehe ihn nicht. Ich nehme jetzt mal an, wahrscheinlich sicher die Hälfte oder so wird wahrscheinlich stimmen. Aber dass sie sich nicht anders gewehrt hat und so lange das geduldet hat, das kann ich fast nicht nachvollziehen. Eben, dass sie auch geblieben ist, und wenn das so schlimm war, kann man ja doch sagen, hätte sie können sagen, nein, also ich halte das nicht mehr aus. Aber sie ist geblieben und ist geblieben, bis sie entlassen worden ist. Es hat ja eine interne Untersuchung gegeben. Man hat noch vor 2 Tagen gesagt, nein, über die können wir nicht berichten, wegen Persönlichkeitsschutz. Heute geht man eben sogar auf Danuschka Roschani los und tut sie eigentlich verantwortlich machen, wenn man das richtig liest, also heute im Tagesanzeiger steht, dass sie für schlechtes Klima in der Redaktion verantwortlich ist. Und da fragt man sich schon, die internen Untersuchungen von Agenturen oder von Anwaltskanzleien, die da angestellt werden, wie seriös sind die? Werden die nicht in den meisten Fällen so ausfallen, wie es der Auftrag geben will? Markus, deiner Erfahrung nach? Ich kenne es dir nicht so gut. Also, die Erfahrung habe ich ja nicht gemacht. Aber ich finde eher, einfach, wenn man das Resultat anschaut, ist erstens einfach klar, wenn man den Bericht liest. Und ich habe ihn auch gelesen. Ich meine, es ist einfach immer das Gleiche bei diesen MeToo-Fällen. Es sind halt immer Gespräche zwischen 2 Leuten. Und der eine kann dann sagen, das hat er gesagt. Und der andere kann das sehr leicht einfach widersprechen. Und dann ist immer Aussage gegen Aussage. Aber das sind ja offenbar Sachen. Man kann fast nicht untersuchen. Ja, aber das geht jetzt nicht nur MeToo, sondern auch sein Verhalten in der Redaktion, auch Redaktionssitzungen. Das hat er ja öffentlich gemacht, seine Fäkalsprache, auch die Vorwürfe gegen zum Beispiel Danuschka oder gegen andere etc. Es sind nicht nur Sachen zwischen 2 Leuten passiert. Viele Leute müssen das mitbekommen haben. Genau. Ja, das finde ich auch das Peinliche. Wie gesagt, das ist das Magazin, das weißt du selber. Das war so eine linksliberale Kampftruppe gewesen, zum Teil. Nachdem das der Roger Köppel gegangen ist, die haben sich immer schaurig viel darauf auch eingebildet, dass sie eben sehr politisch korrekt sind, dass sie wirklich die Welt zu einem Besseren verändern. Und deshalb finde ich es für den Journalisten, die dort zusammengearbeitet haben, mit dem Finn Canonica, ist es schon sehr peinlich, dass die sich nie gewehrt haben, oder? Und ich meine, die haben ja müssen miterleben, dass da ein Mitarbeiter
Mitarbeiterin total gemobbt wird. Also ich glaube, das ist einfach nicht, das ist ziemlich sicher so der Fall gewesen. Und dass sie sich nie gewehrt haben, finde ich peinlich. Und das Zweite, was ich auch peinlich finde, ist eben, wenn man dann schon so wahnsinnig viel Anlaufstellen schafft bei der Tamedia und so wahnsinnig viel Geld auch in die Hand nimmt, um das zu verhindern, dass alle die Anlaufstellen, alle die Untersuchungen eigentlich, wenn man es liest, hat man das Gefühl, ja, das ist alles ein bisschen, das hat alles nichts gebracht. Im Gegenteil, es ist nachher sehr lang gegangen, bis die Untersuchungen fertig sind und so weiter. Also irgendwo finde ich, da stimmt etwas nicht. Also vor zwei Jahren hat es ja den Brief gegeben von 78 Redaktorinnen, die sich beklagt haben über Mobbing. Dort ist auch nicht richtig viel rausgekommen. Und jetzt also der Fall, der wirklich einmalig ist, 4 Seiten im Spiegel, 4 Seiten, wo alles genannt wird, alles gebracht wird, bis hin zum Namen vom Konzernchef Pietro Supino. Und besonders delikat an dem Ganzen ist, Spiegel und Tagesanzeiger arbeiten zusammen bei grossen Recherchen, die vor allem beruht auf Informationen von Whistleblower. Oder? Genau. Und jetzt die Frage ist natürlich, in dem Fall ist jetzt die Whistleblowerin gerade auch noch geköpft worden, im eigenen Fall. Wie wird jetzt das Verhältnis zwischen diesen beiden Verlegen? Was meinst du? Ja gut, das wird wie bei Malin Berse ausgesessen. Das ist ein Schwamm drüber. Aber gleichzeitig muss ich ja sagen, ich finde, der Fall zeigt eben schon wieder, wie wahnsinnig schwierig das ist, solche Fälle wirklich zu untersuchen. Ich meine, der Spiegel hat dann gross gesagt, ja, für sie sagen die plausibel gewesen, die Aussagen. Ich finde, man ganz strenges journalistisches Handwerk anlegt, muss man sagen, ja, ist schon ein bisschen heikel, das ist eigentlich eine Quelle. Und was ich auch ganz komisch finde, oder? Einerseits heisst in der Untersuchung, sie haben auch andere Leute aus dem Magazin angesprochen und die haben das nicht verifiziert oder haben sogar wieder leid. Dann liest man in der Zürich-Zeitung und auch im Spiegel liest man, wir haben auch noch andere Leute gefragt aus dieser Redaktion. Heute auch aus der Aargauer Zeitung, die sagen, genau. Alles noch viel schlimmer. Also es ist wahnsinnig schwierig, also am Schluss kann man sagen, ja, also wir wissen wirklich nicht, was passiert ist. Das Einzige, was für mich Plausibilität unterstützt, ist eben, es läuft schon seit 10 Jahren die Gerüchte um. Man hat das immer wieder gehört. Und da muss ich einfach sagen, wie gesagt, das ist für unsere Branche peinlich, dass so viele Leute eigentlich gewusst haben, irgendetwas ist da nicht gut und es kommt nie irgendwie zu einer Untersuchung, es wird nie irgendwie die Frage gestellt, ist der Finca Nonica wirklich der beste Chefredakteur fürs Magazin oder recht nicht. Das ist ein bisschen, das ist das Problem jetzt auch von Pietro. Aber was meinst du jetzt, der Finca Nonica, ich kenne ihn nicht sehr gut, aber doch immerhin habe ich ihn ein paar Mal erlebt und so. Wie kommt das jetzt bei ihm an? Also ich meine, das war so verheerend gewesen, was im Spiegel da über ihn gestanden ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man mit so etwas umgehen kann. Ja, das ist also sehr brutal. Und ich meine, ich habe mit dem ja auch zusammen geschafft. Ich habe immer sehr gute Erfahrungen gemacht, aber ich bin auch keine Frau. Also von dem her hat das vielleicht auch mit dem so keine Ahnung, aber es ist für ihn sicher sehr brutal und das ist eine öffentliche Hinrichtung gewesen, die Tanuschka Roshani da gemacht hat. Ob zu Recht oder zu Unrecht, kann ich nicht entscheiden. Es ist sicher etwas dran gewesen. Und ich betone es noch einmal, es ist peinlich, dass in unserer Branche, wo alle anderen Branchen ständig belehrt, wie man solche Fälle machen soll, wie man das machen muss und so weiter, dass in unserer Branche so etwas überhaupt vorkommt. Aber findest du das clever von Tamedia, dass sie am Schluss, nachdem sie offenbar den Finn Canonica doch dann entlassen haben, offenbar sind dann doch viele Sachen da gewesen, Tanuschka auch noch entlassen haben. Einfach nur gegen aussen wirkt das sehr speziell. Ja, vor allem auch mit dieser Zeitverzögerung, das finde ich auch noch komisch. Oder? Ich glaube, der Finn Canonica ist irgendwie im Juni oder so entlassen worden und dann 3 Monate später Tanuschka Roshani, das ist ein bisschen komisch. Oder? Und vielleicht hätte man auch dann müssen schon halt mehr informieren müssen. Und jetzt, ich meine, den Bericht haben sie auch, ich finde gut, dass sie den Bericht veröffentlicht haben, das finde ich sehr gut, man hat es selber können anziehen und es hat, also muss ich jetzt auch sagen, es hat einem auch verunsichert, weil letztlich hat man das Gefühl, ja gut, die Anwälte oder Anwältinnen haben das sicher auch gut untersucht. Am Schluss ist man eigentlich nicht schleuer. Man weiss jetzt wirklich nicht, was ist wirklich vorgefallen. Naja, also immerhin, es ist so viel vorgefallen, die Tamedia hat den Finn entlassen, oder? Und da muss also einiges dort einfach ganz absolut, klar gewesen sein. Ja. Also gut, reden wir über Ausfuhr von Schweizer Kriegsmaterial, eine neue Entwicklung. Plötzlich ist alles anders, viel mehr Offenheit. Von der SP zum Beispiel, am Anfang vom Ukraine-Krieg hat man sich da als Pazifistenpartei profiliert, hat gegen Waffenproduzenten gewettert. So Matthäa Meier, Co-Präsidentin von der SP Schweiz, also
aus der Ukraine, Demo im letzten Jahr, bis zur SVP, die merkt, dass mit aktuellen strengen Ausfuhrregelungen für Schweizer Rüstungsgüter die Schweizer Rüstungsindustrie zerstört, weil niemand mehr Schweizer Waffen kaufen wird, wenn man so eingeschränkt ist. Und Neutralität wird jetzt plötzlich auch von der SVP neu definiert, trotz der Neutralitätsinitiative vom Christoph Blocher. Ist doch noch bemerkenswert. Absolut, aber es zeigt natürlich, dass ja, es verändert sich auch etwas in Europa. Man sieht, dass die Ukraine wahrscheinlich sogar verliert, wenn das so weitergeht. Der Westen ist viel mehr gefordert jetzt. Wir haben ja über Weihnachten so uns fast ein bisschen auf die Schulter geklopft schon im Westen und das Gefühl gehabt, ja, das kommt jetzt gut. Und jetzt ist eindeutig, also wenn der Westen nicht ganz, ganz schnell handelt, dann wird Russland gewinnen. Die Schweiz ist ein bisschen ein spezieller Fall. Ich finde grundsätzlich, ich würde jetzt keine Waffen liefern, weil es wird sofort so ausgelegt werden, dass unsere Neutralität gar nichts mehr wert ist. Dann ist sie einfach weg. Und da glaube ich nicht, dass das die Bevölkerung will. Und ich würde es auch nicht. Aber man wollte ja nicht direkt liefern. In eine blöde Lage reingebracht. Ja. Einerseits wollte man also ermöglichen, dass andere Länder können, zum Beispiel Munition weitergeben, die aus der Schweiz kommt, was ja verboten worden ist bis jetzt. Und das Zweite ist, dass wir zum Beispiel Panzer liefern an gewisse Länder, die dann ihre Panzer weiterliefern, so einen Ringtausch etc. Also indirekt hat dann die Schweiz gleich mitgeholfen bei dem Ganzen. Weil tatsächlich, es deutet alles darauf hin, es gibt einen grossen Entscheidungsschlag. Putin kennt gar nichts mehr. All in. Hunderttausende Soldaten werden reingerührt, Hunderttausende werden sterben, spielt alles keine Rolle. Es geht jetzt wirklich um alles. Und wenn wir im Westen die Schlacht verlieren, wenn der Putin gönnt, auch nur einen Teil von der Ukraine kann zurückbehalten am Schluss, dann ist ganz klar, dann ist die nächste Runde sicher. Und darum darf das nicht passieren. Das ist also wirklich heikel. Und die Frage ist doch, Markus, die grosse Frage ist, alle tun sich da dagegen stemmen im Westen. Die einen mit Waffen, mit Geld, die anderen mit Blut, Ukrainer. Und die Schweiz sagt, uns geht es nicht an, wir sind neutral. Ja gut, aber wir sind jetzt halt seit 500 Jahren fast neutral und die Europäer sind eigentlich immer sehr gut gefahren mit der neutralen Schweiz und das muss man auch mal sehen. Also aber es ist eine neue Situation. Ja, aber die Neutralität war ein enormer Beitrag zum Frieden immer in Europa und das kann man jetzt nicht leichtfertig aufgeben und unser Beitrag ist jetzt auch nicht matchentscheidend. Es ist sehr viel wichtiger, dass die Deutschen würden etwas machen, dass die Amerikaner etwas machen. Nein, ich finde, aber wieso sollen die Amerikaner so viel machen und so viele Milliarden geben? Ja, aber die Amerikaner sind auch nicht blöd. Sie wissen, warum sie es machen. Aber sie müssen für uns das auch machen. Sie machen, wenn die Amerikaner nicht wären, oder? Dann wären wir wirklich verloren. Ja. Da bin ich völlig deiner Meinung und das ist der Grund, warum ich absolut dafür bin, dass wir unsere Armee jetzt wieder aufrüsten. Und zwar, dass wir eben im Kriegsfall, wenn wir sogar mal angegriffen werden würden, dass wir einen Beitrag leisten können und NATO findet, hey, die Schweiz kann man brauchen, so wie es war im Kalten Krieg. Unsere Armee ist geschätzt worden von der NATO, deshalb ist das auch immer gegangen, dass wir zwar neutral sind, aber natürlich klar zum Westen gehört haben. Und die Lösung ist meiner Meinung nach viel die bessere Lösung, ist auch die bessere Lösung für den Weltfrieden. Die Schweiz hat als neutrale Schweiz auch während dem Kalten Krieg gute Rolle können spielen und jetzt da einfach in einer relativ hastigen Situation plötzlich alles über den Kopf rühren, das finde ich falsch, aber was man soll machen ist das unsinnige Kriegsmaterial sofort revidieren, weg mit dem Seich. Früher hast du als Neutrale können liefern und zwar einfach weil es private Firmen gewesen sind. Und wir hätten eigentlich diesen Zustand wieder gern. Das wäre viel besser gewesen. Dann hätten private Firmen in der Schweiz jetzt können liefern auf Ukraine. Wäre kein Problem gewesen. Und wenn die Russen bei uns bestellt hätten, dann hätten die Schweizer Firmen einfach können sagen, unser Lager ist leider jetzt leer. Wir haben nichts. Also. Und man hätte die wenigen Firmen, die das gemacht haben, hätte man ja dann können öffentlich schämen in den Medien, dass sich keine Schweizer Firma getraut hätte, die Russen zu beliefern. Aber jetzt ist es immer eine Staatsfrage. Jetzt muss immer der Staat das entscheiden und das ist gefährlich. Und aber eben, die SVP hat jetzt wirklich Angst um die Rüstungsindustrie. Sie sagt, wenn wir keine Rüstungsindustrie haben, dann können wir uns auch nicht richtig verteidigen. Und ich muss jetzt noch etwas sagen, als alter Panzersoldat, wenn wir denken, für was braucht es die Panzer? Die werden nie gebraucht. Und wenn die jetzt gebraucht werden, indirekt schickt man sie nach Slowenien oder nach Tschechien, damit die den Panzer in die Ukraine schicken, dann finde ich das gut. Dann finde ich das eine gute Sache. Ja, du könntest ja ein paar ukrainische Panzersoldaten ausbilden, du weißt, wenn ich das kann. Nicht mehr ganz auf dem letzten Stand. Okay, reden wir noch ganz kurz über China und den Ballon. Ein
Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch. Also es war sicher ein bisschen dumm von den Chinesen oder einfach vielleicht auch oberflächlich, dass sie den Ballon da über Amerika geschickt haben, wo der gesichtet wurde und von einer grossen Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen wurde, hat man den abschiessen. Aber es braut sich etwas zusammen. Und wir haben ja lange Zeit nicht geglaubt, dass der Putin etwas machen kann, militärisch in Europa, weil es das nicht mehr gern. Seit Jahrzehnten. Man glaubt eben auch nicht, dass der Xi Jinping etwas machen wirklich gegen Taiwan. Aber ganz so sicher kann man sich jetzt nicht sein. Man kann sich auch da hochschaukeln. Und das könnte außer Kontrolle geraten. Und das wäre für die Welt dann noch viel verheerender als der Ukraine-Konflikt, wenn die beiden grössten Volkswirtschaften von der Welt gegeneinander militärisch würden antreten, Markus, oder? Absolut. Und ich finde, du sagst es richtig. Oder beim Putin hätten wir es eigentlich können wissen. Man hat die letzten 10 Jahre eigentlich können wissen, auf was das rausführt. Und nachher tut man alle haben dann überrascht da. Und ich sage dir jetzt, und kannst mich nachher behaften auf dem, ich bin absolut überzeugt, wenn das Regime in Peking so bleibt, Xi Jinping und so weiter, das wird Krieg geben. Das gibt Krieg. Und man sieht es doch aber jetzt schon. Das wäre zerstörerisch für die ganze Welt, für die Weltwirtschaft, auch für Wien. Ja. Und wann meinst du das? Also wenn du schon so Prognosen machst, in welchem Zeitraum? Solange er noch lebt. Er hat ja genau das gleiche Problem wie der Putin. Er ist auch in einem Alter, ich glaube, er ist auch 70. Er weiss jetzt, ich habe noch 10 Jahre Zeit, um in die Weltgeschichte einzugehen. Und die 10 Jahre wird er nutzen. Und das wird Taiwan sein. Taiwan wollen die ums Verrecken wieder haben. Das ist ein bisschen wie das Elsass für die Franzosen oder für die Deutschen. Das ist ja einmal so irrational, wegen was die Leute nachher wirklich solche Weltkriege lostreten. Das haben wir ja in Europa wirklich genug mal erlebt. Warum soll das plötzlich nicht mehr gelten? Ich finde wirklich, der Ukraine-Krieg zeigt doch, dass alle die alten Regeln, die wir alle schon kennt haben, eigentlich immer noch stimmen. Sie stimmen immer noch. Es gibt böse Leute, es gibt Diktatoren und es gibt machtgierige Diktatoren wie einen Putin. Und wenn man das 10 Jahre lang beobachtet, wie die ihre Politik machen, man hätte es können wissen. Und bei den Chinesen wissen wir es auch. Ich meine, der Ballon. Wir wissen doch schon lange, seit 20 Jahren, dass Chinesen besinnungslos uns ausspionieren. Werkspionage sowieso, aber militärisch wahrscheinlich auch. Wir wissen das schon lange. Und jetzt ist auch wieder eine grosse Überraschung. Ah, was, jetzt schicken die uns noch einen Ballon über Amerika, ist schon noch frech. Das ist doch schon lange vorgekommen, das wissen die schon lange. Die Chinesen gehen in eine Richtung, die nicht gut ist. Und wenn man sie nicht stoppt, dann kommt das nicht gut aus. Also, das Einzige, was mich an deiner Aussage beruhigt, dass du mit deiner Prognose eigentlich immer falsch liegst. Wobei ich da in diesem Zusammenhang muss sagen, wirklich das Undenkbare eben ist passiert im Zusammenhang mit der Ukraine. Man muss sich auf Sachen einstellen, die man bis vor kurzem nicht für möglich gehalten hat. Man hofft, dass das nicht passieren würde, weil das würde die Welt in eine Krise bringen, wie wir sie wahrscheinlich seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr haben. Danke dir vielmals, dir gute Besserung und die Sendung gibt es wieder am nächsten Montag. Schönen Abend und viel Vergnügen im Programm von Radio 1. Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.